Ein schönes Glück auf an euch alle Leute hier. Wieder willkommen bei GP Stream, den MotoGP Podcast. Ja, wir haben wieder einige Themen angehäuft. Es gab auch einige Sachen, die diskussionsbedürftig und würdig sind, auf jeden Fall. Wir sind mitten noch im MotoGP-Wochenende hier in Mugello. Und es gibt trotzdem einiges, wo wir sagen, okay, wir können nicht schweigen, wir müssen darüber einfach mal reden. Dabei bin ich, der Toni von gpdisplay.de, und ebenfalls mit dabei ist diesmal der Paul, denn der hat bestimmt eine Menge zu berichten. Grüß dich, Paul. Ja, Grüße. Ja, natürlich haben wir diesmal viel zu berichten und auch mal nicht nur Gerüchte, über die wir reden, sondern auch viele Sachen, die nun mittlerweile bestätigt sind auch mal. Genau. Zur Abwechslung. Es ist ja immer ein bisschen merkwürdig, im Journalismus gibt es immer viele Leute, die sagen dann Gerüchte, dass es Gerüchte gibt, die dann nie so eintreten. Beispielsweise das neueste Gerücht aus irgendeiner italienischen Klatschpresse wieder: BMW steigt 2023 in die MotoGP ein. Na gut, vielleicht lachen wir jetzt drüber und vielleicht ist es dann doch wahr, aber ich glaube, der Wahrheitsgehalt da ist ja sehr fragwürdig. Eines ist aber nicht fragwürdig, denn da gab es vor nicht mal knapp einer Stunde vielleicht eine kleine Pressemitteilung von HRC. Und da wir hier so einen HRC-Spezialisten schlechthin haben, den Paul. Ja, Paul, was ist da jetzt bei HRC los? Anna Carrasco in der MotoGP oder was passiert jetzt? Anna Carrasco bei Repsol Honda, natürlich. Ist vielleicht sogar positiver, wäre das als die Nachricht, die nun wirklich gekommen sind. Das hat sich ja gestern Abend schon angedeutet im Paddock, dass es dazu kommen könnte. Heute dann die offizielle Bestätigung. Marc Marquez unterzieht sich nächste Woche einer vierten OP am Arm, da sein Gefühl immer noch nicht so wieder da ist und er sich immer noch nicht so bewegen kann, wie er es gerne hätte. Und durch diese übermäßige Bewegung in scheinbar sehr seltsame Richtung, ist wohl auch die Schulter wieder sehr lädiert mittlerweile, auf beiden Seiten sogar. Und deswegen wird am rechten Arm und der rechten Schulter da einiges gemacht. Was genau? Ich bin kein Arzt, kann ich nicht so viel zu sagen. Gibt es auch Gerüchte, offiziell haben sie da nicht viel zu bestätigt. Auf jeden Fall wird er damit recht lang ausfallen. Wir werden unter anderem einen neuen Sachsenring-Sieger sehen. Keine sichere Wette auf Marc. Und mindestens bis nach der Sommerpause wird er ausfallen, vielleicht sogar die gesamte Saison. Das sind düstere Nachrichten. Also der Marc, der ist ja wirklich leidgeprüft. Seit Corona Einzug gehalten hat, das tut wirklich einem Herzen weh eigentlich schon, was der arme spanische Junge dort durchleiden muss. Also das kann man wirklich keinem Spitzensportler wünschen. Jetzt natürlich dann wieder so ein bisschen die Frage, du bist kein Arzt, aber wir kennen das vielleicht aus dem privaten Umfeld, wenn zu viel herumgedoktert wird, das wird ja nicht immer automatisch gleich besser werden. Glaubst du, es könnte bei Marc Marquez so weit kommen, dass das vielleicht jetzt ein vorzeitiges Goodbye ist vom Spitzensport? Alles ist grundsätzlich möglich, aber ich würde sagen, nein. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, kann ich auch erklären. Denn letzten Oktober, als er die Doppelsichtigkeit hatte, hatte er schon mal ein Meeting, das hat er auf der Pressekonferenz erzählt, mit dem Ärzte-Team und hat gefragt, ja, wollen nicht an den Arm und der Schulter auch gleich noch was machen? Da haben die gesagt, nee, der Arm ist noch nicht so weit verheilt, dass wir uns da dran trauen. Der Arm ist aber mittlerweile so weit zusammen, dass sie sich trauen, den so zu richten, dass es dann wieder passen soll und auch wohl eine andere Eingriffsmethode verwenden als bisher, um das Risiko einer Infektion, mit der er ja auch lange zu kämpfen hatte, zu minimieren. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, ob das alles so stimmt, dass das dann deutlich geringer ist und dass das jetzt funktioniert und im Herbst nicht funktioniert hätte. Wenn das die Ärzte sagen, glaube ich das soweit mal. Mehr können wir da eh nicht machen. Und deswegen glaube ich, wie es auch bei Honda so die Grundstimmung ist, dass das vielleicht die letzte Möglichkeit jetzt ist, die aber wirklich erfolgsversprechend ist, dass er sein Gefühl wieder so zurückbekommt, wie es braucht, wirklich.
Generell Ärzteentscheidungen in MotoGP hinterfrage ich sowieso in letzter Zeit immer sehr kritisch. Wir erinnern uns noch dran, Marc Marquez, wie kommt ein Arzt denn bitte auf die Ideen, nach einem Oberarmbruch den wieder eine Woche später auf ein MotoGP-Bike zu setzen? Also das war doch total hirnrissig. Okay, wenn man jetzt wirklich sagt, das kann helfen, dann wirklich gute Besserung und gut Glück auf diese OP. Aber ja, man muss wirklich hier vorsichtig sein und vor allem, es wird wieder einen deutschen MotoGP-Fahrer geben. Stefan Prahle, wir wünschen dir jetzt schon mal viel Glück. Vielleicht reicht es für den einen oder anderen Punkt. Wir erwarten jetzt keinen Sieg oder so, aber wir wünschen dir da auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und ja, neuer Sachsenring Grand Prix-Sieger. Ich bin eigentlich mit der Erwartung schon rangegangen, da kannst du gleich hier Marquez fahren, wieder schwingen. Aber dieses Jahr, das erste Mal seit 12 Jahren, nicht mehr. Krass. Da gibt es auch noch ein weiteres Gerücht. Wir sind ja auch gerade so ein bisschen mitten in dem ganzen Vertragspoker, wenn wir jetzt mal im Honda-Lager bleiben, dass da HRC bei einem anderen, ja, Top-Piloten angefragt hat, für den es jetzt in Mugello auf gut Deutsch ziemlich scheiße lief. Zumindest im Qualifying bis jetzt. Wie das Rennen ausläuft, das können wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen. Vielleicht gewinnt er es noch. Ich bezweifle es gerade etwas. Nämlich bei Juan Mir. Der klopft nämlich ganz schön heftig bei HRC an. Hast du da schon Neuigkeiten, Paul? Ja, die Gerüchte gab es ja, dass die Pressekonferenz, nachdem Aprilia das ja auch gemacht hat, die Verlängerung von Aleix und von Maverick per Pressekonferenz bekannt zu geben, dass das jetzt passiert, das ist jetzt nicht passiert, aber so wie die Gerüchte besagen, sind die Gespräche zwischen Juan Mir und HRC wohl sehr weit fortgeschritten und Paul Espargaró hat auch ja schon offiziell gesagt, dass er sich eigentlich fast nur noch mit anderen Herstellern und Teams unterhält und damit. Ja, wird das wohl die Möglichkeit werden, die am wahrscheinlichsten ist, dass die sich dann einigen werden zwischen mir und HRC. Ja, also für den Spargel natürlich aus Spanien eine ganz schön heftige Klatsche. Man hat ihn ja ganz hoch gehandelt und sah auch am Anfang der Saison nicht schlecht aus, als er in Katar mit dem Podium gestartet ist. Aber bis jetzt, ja, wird er da doch von Marc ziemlich gebügelt, obwohl Marc nicht auf 100% ist. Polisio natürlich ist dann die Frage, ja. Wo könnte es für ihn hingehen, die Reise? Da gibt es auch einige Gerüchte dazu. Ja, da gibt es einige Gerüchte. Zuerst kamen ja die Gerüchte auf, dass er zum Kundenteam von Yamaha gehen könnte, was jetzt mittlerweile durch den Wechsel von RNF zu Aprilia und ja, welches Team wird sich Yamaha anschließen wollen, sehr zurückgegangen ist. Aber er soll wohl auch in Verhandlung mit KTM sein. Das wäre dann halt eine Rückkehr zu dem Projekt, wo er ja vorher schon recht erfolgreich war im Jahr 2020. Vielleicht der sinnvollste Schritt. Auch wenn KTM jetzt auch aktuell wieder Problemchen hat, auch letztes Jahr und immer so leicht Problemchen mitschwingen. Aber vielleicht könnte Pol der Faktor sein mit KTM zusammen, der die beiden wieder auf Erfolgskurs bringen könnte. Ja, auf jeden Fall ganz interessant auch, wo könnte es mit Pol Espargaró dann hingehen? Ja, wie es letztlich ausfällt, wir haben keine Glaskugel, wir wissen es nicht wirklich, aber es wird eine ultra spannende Silly Season werden und ein ultra spannendes Vertragskarussell. Ein bisschen wie ein Karussell kann man sich in Mugello ja so oder so schon immer fühlen, mit den ganz vielen Richtungswechseln und so. Heute war Qualifying und es war ein, nennen wir es, sehr fragwürdiges Format in dem Sinne, dass uns Petrus öfters mal, ja, mal die Schleusen geöffnet hat und es war nicht nass genug für Regenreifen, beziehungsweise, ja, es war einfach ein Poker, wer auf Slicks rausfuhr und wer geht nicht das Risiko mit Regenreifen. Es war brandgefährlich. Es gab auch eine kleine Zelle, die sich nicht weit weg von der Strecke dort gebildet hat, also Gewitter. Und deswegen gab es dann auch viel Kritik von der an die Rennleitung wieder von diversen TV-Sendern. Ich spreche jetzt hier von
Servus TV, den österreichischen Pendant. Und ja, hätte man da vielleicht anders reagieren müssen? Hätte man da abwarten müssen, dass vielleicht entweder richtig klare Verhältnisse sind oder dass ein Schauer niedergeht? Wie siehst du das? Ja, letzten Endes ist das, wo wir hier drüber sprechen, nicht die Moto 3 und auch nicht die Moto 2, wo es ja gerade im Rennen da schon einige Situationen in den letzten Jahren, auch in dieser Saison schon gab, wo ich gesagt hätte, das hätte definitiv schon längst abgebrochen werden müssen. Aber gerade nach dem vor dem Qualifying 1, wo es ja so ein bisschen geregnet hat, nach dem FP4, wo ja alle abgewartet haben, gerade so nochmal mit Regenreifen rausgegangen sind, gemerkt haben, für Regenreifen reicht es jetzt eigentlich nicht. Da hätte man das Qualifying einfach verschieben können, klare Verhältnisse gehabt. 10 Minuten, Viertelstunde später hätte gesehen, okay, wir können mit Slicks rausgehen und hätte nicht das Risiko gehabt, dass sich dann Fahrer sinnlos verletzen, was ja durchaus hätte passieren können. Einen schweren Crash haben wir auch im Qualifying gesehen, wo nichts passiert ist von Marc tatsächlich, im Qualifying 2 dann. Aber ja, man hätte schon abwarten können. Also man hätte zum einen abwarten können, auf jeden Fall. Eine andere Sache, die mir ein bisschen mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist einfach die gesamte Reaktionszeit gewesen. Du hast schon gesagt, Marc ist gestürzt und das war auch, sah anfangs nicht so heftig aus, aber das Motorrad, das ist im Prinzip, kann komplett neu aufgebaut werden. Und vor allem, es ist auch Öl auf die Strecke gelaufen, das Motorrad hat leicht gebrannt. In solchen Fällen, wenn ein Motorrad auf der Strecke liegt, erwarte ich einfach von der Rennleitung, dass die nicht erst 30 Sekunden drüber diskutiert hier, ob man jetzt die rote Flagge zeigt. Das war nämlich durchaus um die halbe Minute, die das gedauert hat. Da erwarte ich innerhalb von 5 Sekunden, okay, zack, bumm, da liegt ein Motorrad auf der Strecke. Es war offensichtlich, dass Öl ausgelaufen ist. Da erwarte ich einfach einfach ein bisschen mehr Entscheidungsgeschwindigkeit. Jetzt stellt ja vor, es ist ja dieses Gabelöl dort vorne ausgelaufen und das ist auch rutschig wie Sau und das ist den Streckenposten auch nicht erst aufgefallen. Da musste erst unser Capi T-Rex kommen, Security T-Rex Loris Capi Rossi, der das dann gemerkt hat, dass dort auch Öl ausgelaufen ist. Also da muss auf jeden Fall die Rennleitung sich auch nochmal überlegen, wie schnell zeigen wir so eine rote Flagge? Denn wenn einer dahinter darauf gefahren wäre, das hätte durchaus, wenn Streckenposten gerade das am Aufheben gewesen wäre, zu einer Lehnkatastrophe führen können. Ja, da bin ich voll bei dir. Stimme ich dir zu 100% zu. Ja, wenn ihr das jetzt schon länger verfolgt, übrigens bei uns auf dem Stream, die Rennleitung ist sowieso bei uns immer so ein bisschen, ja, die mögen wir nicht so wirklich. Wen wir auch nicht mehr so wirklich mögen, obwohl wir eigentlich große Fans sind, aber seitdem die das vor knapp einem Monat rausgehauen haben, mögen wir sie einfach nicht mehr aus Prinzip. Das ist ja Suzuki. Falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt, Suzuki steigt am Ende der Saison aus. 2 Plätze werden frei. Und da stellt sich natürlich die Frage, was danach, was kommt danach? BMW? Ah, das haben wir ja in gewissen Medien schon gehört mit BMW. Das ist natürlich alles beschlossene Sache. Die kommen zu 100%, auch wenn sie immer gesagt haben, nein. Nein, ist natürlich nicht so. Die Dorner sagt zwar, sie sind in Verhandlungen mit einem Hersteller, aber welcher Hersteller soll das so wirklich sein? Gefühlt jeder Hersteller, der in Frage kommen würde von der Größe und auch von der finanziellen Last dahinter, die sie mitbringen müssen für die MotoGP. Welcher Hersteller kommt da noch in Frage, der nicht Nein gesagt? BMW hat jetzt mehrfach Nein gesagt. Kawasaki hat jetzt ganz aktuell sogar nochmal Nein gesagt. Ja, es gibt nicht so viele Hersteller, die jetzt wirklich so in Frage kommen. MV Agusta hat mit dem Moto2-Projekt schon gefühlt leicht überfordert in den letzten Jahren. So richtig wüsste ich jetzt keinen, der da zu 100% in Frage kommen wird. Es gab auch die Gerüchte über KTM, die mit einem Extra-Hersteller, also GasGas oder Husqvarna, an den Start gehen könnten. Aber auch das hat sich mittlerweile gelegt und scheint nicht so zu sein, als hätten sie aktuell in der Situation Interesse daran, nochmal Millionen in ein Projekt zu stecken, wo sie
letzten Endes auch nur zwei weitere Bikes haben und mit ihren vier vorhandenen schon nicht wirklich weiterkommen aktuell. Dann ist natürlich die Sache, RNF Yamaha ist jetzt zu Aprilia gegangen. Yamaha hat nur noch zwei Fahrer damit, kein zweites Team. Aber welches Team will sich wirklich Yamaha in der aktuellen Situation antun? Auch da scheint es nicht viele Teams zu geben, außer dir fällt jetzt eins ein, wo es die nicht gesagt haben, nee, haben wir jetzt nicht so Lust drauf. Aber so richtig nicht. Auf jeden Fall gibt es dann noch ein ganz spannendes Gerücht, denn Honda könnte tatsächlich, auch wenn die auch aktuell große Probleme haben, die Vorbereitungen aktuell tun, um ein weiteres Team an den Start zu bringen. Damit hätten wir dann sechs Hondas, ein Honda Team Asia mit Idemitsu als Hauptsponsor und LCR Honda als normales Team, wie wir es ja jetzt auch schon haben, das halt nur halt mit jeweils einem Fahrer sozusagen. Dann könnte Nakagami vielleicht sogar bleiben und Ogura oder Chandra hochkommen, wahrscheinlich eher Ogura. Und bei LCR gibt es ja dann auch Gerüchte um Alex Rins, um Miguel Oliveira, um Jack Miller und auch Alex Marquez. Genau, aber wie gesagt, das ist alles noch mit dem dritten Honda-Team sehr vage formuliert. Dagegen spricht generell, dass die Dorna auch sagt, hier, wir wollen lieber ein weiteres Werk haben. Wir haben es doch auch die Jahre vorher von 2019 und so bis 21 oder so geschafft mit auch 22 Bikes im Fahrerlager. Wenn da jetzt mehr, zwei oder mehr oder weniger da sind, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben nicht mehr diese, sagen wir es mal, wenigen Bikes, wie es Anfang der 2010er war, wo es dann teilweise nur 16 Bikes gab und man sich dann das Ganze künstlich herstellen musste, das ganze Fahrerfeld. Insofern, ja, wir müssen abwarten, wie das Ganze wird. Wird die Dorna einknicken? Wird es ein weiteres Team geben? Gibt es vielleicht ein ganz neues Team? Wissen wir alles nicht. Wir können auch hier nicht in die Glaskugel der Dorna schauen, aber es ist auch hier auf jeden Fall spannend. Ganz spannend, du hast es schon gesagt, ist aktuell auch der Platz rund um das Team von Raslan Rasadi, RNF Yamaha nämlich. Man kann schon sagen, Yamaha hat generell dieses Jahr verkackt, aber dass man jetzt eigentlich so das B-Team komplett verloren hat an Aprilia, das tut schon ordentlich weh. Also ich würde mich da als Hersteller ganz schön getreten fühlen. Gerade bei den Aussagen, die von Lynn Jarvis kamen, noch am letzten Grand Prix-Wochenende in Le Mans, wo er ja so quasi gesagt hat, ja, RNF, die müssen ja bei uns bleiben. Was haben die sonst für eine andere Wahl? Wir sind ein super Hersteller und die können ja gar nicht gehen, die bleiben sicher. Ja, haben wir jetzt gesehen, wie sicher sie bleiben. Schon sind sie weg für nächste Saison. Und gerade an Aprilia, wenn man uns so mal an das Jahr 2019 oder 2018 und so weiter erinnern, wo Aprilia da war, wo Yamaha da war und dass jetzt die Situation quasi einmal komplett umgedreht ist, einfach nur Chapeau an Aprilia, was die leisten seit 2020 eigentlich schon. Da ging ja schon so langsam los, 2020, 2021 wieder besser und jetzt auf absolutem Spitzenniveau vielleicht das mit Aleix zusammen vielleicht das beste Paket aktuell. Und ja, ich glaube, RNF, wenn man Raslan einen an die Seite stellt, der wirklich auch Ahnung hat, kann das ein gutes Projekt für die nächsten Jahre werden, auch um für das Aprilia-Werksteam Talente nachzuholen, falls Maverick das Team vielleicht irgendwann doch verlassen wird oder halt auch Aleix wird auch nicht mehr jünger. Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, es ist das erste Mal seit, lass mich jetzt überlegen, seit Beginn der MotoGP-Ära, dass Yamaha kein offizielles Satellitenteam mehr hat. Ja, das tut weh. Tech 3 abgehauen nach 2018. Dann kam RNF als beziehungsweise Petronas Yamaha als damals eher neues Team rein. Und jetzt sitzt man komplett ohne da. Also, ja, man hat Topfahrer verloren wie Maverick Vinales, wo wir jetzt auch wissen, dass der nicht ohne Grund damals seine Yamaha versucht hat zu schrotten, weil es momentan halt einfach nicht das beste Bike ist. Und der Einzige, der mit Geld gehalten wird hauptsächlich, ist eben der Weltmeister Fabio Quartararo. Also ja, das ganze Lager ist dort on fire. Auch richtig schade natürlich dann für die Fahrer. Also Darren Binder, der stellt sich besser an, als man erwarten darf.
aber auch nicht so gut, wie man zu erhoffen will bei RNF Yamaha. Also nach der Saison, glaube ich, werden wir ihn bestenfalls als Berater von Darren Binder sehen in Sachen Überholmanöver. Dann Andrea Dovizioso. Ja, wenn man jetzt mal in die Moto 2 schaut, ganz kurz. Wir wollen niemanden schlecht reden. Mattia Pasini hat dieses Moto 2-Quali gerockt wie kein anderer, muss man echt sagen. Wie alt ist der Typ überhaupt? Der müsste doch jetzt auch um die 38 oder so sein oder so um die Dreh auf jeden Fall. Also 36. der zeigt, dass man noch im gesetzten Rennfahreralter noch auf WM-Niveau unterwegs sein kann. Wollen wir jetzt nicht das Ganze bei Duffy kleinreden, aber das, was er momentan leistet, das ist auf einer Yamaha nicht das Optimum. Da gibt es Gerüchte, dass er da auch in sehr naher Zukunft dann auch seinen Rücktritt hier verkünden wird. Also Yamaha aktuell eher so eine Art, ja, Karrierekiller, wenn man auch bedenkt, wo momentan der Vize-Weltmeister von 2020 auch dabei fährt. Franco Morbidelli, ich glaube, der hat nicht das Fahren verlernt innerhalb von, ja, 2 Jahren. Ich glaube, da ist einfach, ja, das ganze Paket, was nicht in sich stimmig ist. Und dann natürlich auch die große Frage noch, wer wird dann zu RNF Aprilia dann 2023 gehen? Da gibt es ja auch wieder viele, viele, viele Fahrer, die da eben jetzt auf dem Markt sind. Du hast schon gesagt, Alex Rins wäre die wahrscheinlich mit einer der ersten Optionen, die es da gibt. Dann haben wir vielleicht auch einen Miguel Oliveira, der dort eine Option sein dürfte. Also das wird auch ganz spannend sein, wer dann nächstes Jahr dort drauf sitzt. Aber mit der aktuellen Fahrerpaarung und mit dem aktuellen Fahrerpaar, glaube ich, geht es dort in keinem Fall weiter. Das ist ja sogar schon nahezu bestätigt, da von Aprilia-Seite aus gesagt wurde, sie möchten da ein Team integrieren, wo junge Talente für das Werksteam aufgebaut werden. Damit ist Dovizioso quasi raus mit, ich glaube, 36, 37, was er aktuell ist. Ist ja nun mal kein junges Talent mehr. Und auch so, wie er wirkt. Bei Dovi ist, glaube ich, spätestens seit dem Sabbatical, was er da ja ein halbes, dreiviertel Jahr lang gemacht hat im letzten Jahr, ist einfach die Luft raus. Und dass er sich das nochmal angetan hat, zeigt, dass er noch die Lust drauf vielleicht noch hat, aber nicht mehr das Zeug dazu, es wirklich zu vollenden. Dann gerade auf einer Yamaha, die ja einen komplett anderen Fahrstil braucht, als er jahrelang auf der Ducati gefahren ist. Und vielleicht auch einen komplett anderen Fahrstil braucht, als jeder Fahrer fahren kann, damit so schnell ist. Nicht mal mehr Quartararo kann das immer rausholen. Ja, kommen wir zurück zu Aprilia, ist besser. Ja, Alex Rins wird auf jeden Fall groß gehandelt und soll sich in intensiven Gesprächen mit RNF befinden, genauso auch mit LCR und wohl auch zumindest kurz mal angeklopft haben bei KTM. Da soll wohl nichts draus werden. Ja, ich würde sagen, eine bessere Option als Alex Rins kriegt man aktuell auch nicht. Und ich glaube, die Aprilia ist auch für Rins keine schlechte Option. Das würde ich gern sehen so. Jeden Fall. Also es wird sehr interessant sein, wie man sich dann auch mal auf einem neuen Bike mal schlägt. Ich meine, wie viele Saisons war er jetzt bei Suzuki? 5, 6 Saisons waren das, seitdem er eingestiegen ist. Und ja, vielleicht so ein Tapetenwechsel, der wird vielleicht dann einfach auch benötigt, damit du als Rennfahrer dann noch ein Stückchen vollkommener bist. Du hast gesehen, Valentino Rossi beispielsweise am Anfang auf der Honda unterwegs gewesen. Dann hat man gesagt, du gewinnst bloß die WM wegen dem Motorrad, weil das damals halt das Nonplusultra war. Und dann ist er zu Yamaha gegangen und hat sich zu einer Legende gefahren. Ein Jorge Lorenzo hat es damals dann auch probiert und gerade als es dann lief, ja, wir wissen das alle, dann hat er bis bei Repsol Honda angenommen, was ja nicht so erfolgreich war. Aber ich finde, ein Casey Stoner beispielsweise bei Ducati eine absolute Legende gewesen, ist dann noch stärker aufgestiegen, als er dann mit Honda 2011 den Titel geholt hat. Also, um ein perfekter Rennfahrer dann einfach zu werden, muss man vielleicht einfach auch sagen: Okay, pass auf, wir geben nochmal Gas in einem anderen Team, wir geben nochmal Gas auf einem anderen Hersteller. Das gehört einfach dazu. Schau dir auch mal andere Rennserien an, wie beispielsweise in der Formel 1. Ich glaube, niemand hätte über Schumacher heute reden, wenn er mit Benetton in den 90er Jahren die ganze Zeit
die Titel eingefahren hätte und dann ein Team aufgebaut hat, was damals am Arsch war und dann 5 Titel damit gewonnen hat. Also da täten heute auch viel weniger Leute drüber in der Retrospektive dann sprechen, wenn da eben nicht dieser ganze Background wäre. Vielleicht, Rins, braucht das einfach auch, um da mal top durchzugehen. Aber wir wissen ja nicht, wer nächstes Jahr bei RNF Aprilia fährt. Das müssen wir ja, wie gesagt, eben erstmal abwarten. Das sind ja alles bis jetzt Spekulationen, da ist ja noch nichts offiziell verlautbart. Im schlimmsten Fall sehen wir vielleicht Pol Espargaró auf der Aprilia. Das wäre aber auch ganz interessant. Verfrachtet den Maverick Viñales in das RNF Aprilia-Team mit Werksmaterial und dann ein reines Brüderteam. Ich glaube, das gab es so in der Form wahrscheinlich auch noch nicht. Außer 2020, dieses Jahr, kurze Intermezzo. Ein halbes Rennen, ja. Ja, das Aber halbe das Rennen. ist ja genau das, was ich getippt hatte am Anfang der Saison, das Espargaró-Espargaró-Aprilia-Team. Wer weiß. Ja, genau. Müssen wir mal gucken, wie das alles wird. Wie gesagt, also der ganze Transfermarkt noch sehr undurchsichtig. Die wichtigste Information, die wir auf jeden Fall dieses Wochenende mit rausnehmen, ist: Marc fährt erstmal sein vorerst letztes MotoGP-Rennen. Ist noch kein Karriereende, aber wir wünschen ihm da auf jeden Fall viel, 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 viel Glück bei der Genesung. Wir wollen den Marc wieder strahlen sehen. Es wäre auch traurig, wenn er diese Saison dann wieder ohne Podium fährt. Aber wir müssen abwarten, was das Ganze bereithält. Ansonsten, ihr könnt wie immer, wenn ihr jetzt das Ganze wieder die knapp halbe Stunde hier durchgezogen habt, mitdiskutieren, könnt uns in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze fandet. Könnt sagen, ja, gehe ich voll mit euch mit. Oder könnt sagen, nee, ist Mist, was ihr erzählt habt. Dann schreibt uns das gerne. Wenn ihr im Spotify das Ganze anhört, dann könnt ihr da gerne auch uns anschreiben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, von meiner Seite aus war es das. Ich will es nicht noch zusätzlich in die Länge ziehen. Ich übergebe das allerletzte Wort an den Paul. Ja, dann möchte ich noch kurz einen ganz kleinen Wunsch äußern an Honda. Ja, Prade wird den nächsten Grand Prix wahrscheinlich fahren, aber sucht euch doch endlich einen anderen Ersatzfahrer. Danke. So, damit war es das von mir. Und damit ciao, bis zum nächsten Mal. Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Also, jetzt müssen wir kurz das nochmal. Jetzt hast du den Nerv getroffen. Also, ganz kurz zum Thema Ersatzfahrer. Es ist so ein kontroverses Thema bei uns innerhalb von unserem Team. Wir haben natürlich den Ecolle Corona, aber momentan, was der halt in der Superbike zeigt, da glaube ich, wird HRC alles dran setzen, dass man den erstmal dort drinnen lässt, weil. Ich glaube, langfristig gesehen ist er vielleicht die bessere Option dann als ein Stefan Bradl. Aber sie haben momentan keinen anderen. Du musst dich damit abfinden, Paul, ob du willst oder Will nicht. aber nicht. Will Doch, aber nicht. musst du. Von mir Das sollen musst sie irgendwen da draufsetzen. Von mir sollen sie Rossi holen, sollen den da draufsetzen. du. Besser Das, als. glaube ich, passiert nicht. Nein, das wird auch nicht passieren, aber von mir Genau. aus jeden anderen, aber nicht Prade, danke. Okay. Damit hat Alex Hoffmann einen Auftrag. Genau, das wäre doch was. Und jetzt können wir das beenden. Jetzt haben wir es ausdiskutiert, das Thema. Also, viel Spaß, Leute. Habt noch ein schönes Wochenende. Ciao. Ja.